auf meinem Kanal Idu. Ich zeige euch heute, wie ihr so eine kleine Creeper-Tür-Portal selber bauen könnt, als kleines Tutorial. Wenn ihr mehr Tutorials sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Man braucht dafür die ganzen Sachen, die ich mir hier bereitgelegt habe. Obsidian braucht man natürlich auch, aber nicht so wichtig. Oder fürs Portal. Man kann hiermit das hier schon öffnen. Aus der Entfernung schaut es okay aus. Es geht ganz einfach. Man macht das. Nicht das, so und so. Dann geht's hier runter. Den. Hier muss man das Redstone-Signal, ja. Danke, George. Redstone-Signal. Fangen, um hier einen Hebel zu machen. Hier nochmal schön dazu bauen. Und schon haben wir es so. Dass es so wird, brauchen wir jetzt nur noch diesen einen Block. Und schon haben wir unser eigenes kurzes Tutorial für ein kleines Creeper-Portal. Man kann es hiermit öffnen, einfach rein. Eine Sache, die ich noch dazu sagen muss. Das Portal ist 1, 2, 3 lang, damit man es am besten machen kann. Weil es sonst nicht gut ausschaut und ein gequetschter Creeper wäre. Deswegen merke, man braucht mehr Obsidian dafür. Das war's mit einem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.